Oh ja, yeah, liebe Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Luigi's Mansion. Ich habe keine Ahnung, was wir hier genau tun sollen. Wir haben hier dieses Baby. Dieses Baby macht uns sehr viele Problemski. Wir haben keine Taschenlampe, wir haben sonst auch nichts. Schlechte. Ah, dürfen wir mit dem Ball arbeiten? Und zwar unser Geld zu erhöhen. Wahrscheinlich dann, wenn wir das ausweichen, kommen die Bälle. Von denen müssen wir keine nehmen. Ah, da ist doch mal ein Ball. Ja, hier! Warte. Ich wollte schon sagen, ey. Zieh einfach gar nicht an ihm. Ja, so ist eigentlich echt einfach, wenn er... Komm. Oh, noch nicht mal die Hälfte. Och, Mensch. Ja, jetzt bist du wütend, ne? Oh mein Gott, was passiert jetzt? Okay. Ganz ruhig chillen. Alles ist kein Problem. Machen wir den Schreck weg. Schreck weg 0816. Das kann nur gut laufen. Okay, diese Attacke verstehe ich jetzt nun auch. Da hinten sieht man die Schaukelpferde, die benutzt er. Jetzt kommt das mit dem Bällen. Autsch. Ja, findest du den Ball? Ja? Hier! Ja. Komm, 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 das schaffen wir diesmal. Oh, noch Mann, ey. Ja, Sprim! Hier, ich saug dich aus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will ja nichts sagen, aber das war verdammt knapp. So. Okay, alles läuft in der Aufnahme. Gut. Wunderbar. Es ist alles nur noch ein bisschen schneller, okay. Mein Gott. Jetzt schickt er schon zwei von den Dingern, ey. Genau. Jetzt hängt hier wenigstens schon ein Ball. Er ist abgelenkt. Und das nutzen wir aus, um den ersten Geist zu fangen. Fettgeistern. Oh. Oh. Luigi Number One. Oder warte. Luigi Number One. Ich habe meine Stimme nicht geübt. Scheiße. Aber wir haben, sei, ein Herzschlüssel? Ein Rosener Schlüssel? Ah? Oh. Luigi. Luigi, hörst du mich? Dem Himmel sei Dank. Du bist okay. Ich habe plötzlich die Verbindung zu dir verloren. Da war ich etwas besorgt. Du scheinst nach dem langen Kampf etwas außer Busse zu sein, nicht wahr? Warum schaust du nicht mal im Labor vorbei? Sobald du einen Bossgeist aufgesucht hast, ist dein Schreckweg 0816 dem besten nahe. Obwohl, ich schätze, du hast dem Bossgeist gezeigt, wer der wahre Boss ist. Luigi. Warte. Mario. Luigi. Ich bin der Bosszerstörer. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Dann sieh dir mal das hier an. Annähernd 20 Jahre hat es gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Ich bezeichne es den Geisterportrifizierer. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie, du möchtest wissen, wie das funktioniert? Nun, ganz einfach. Also musst du lediglich den Schreckweg 0816 an diese Büchse anschließen. Danach heißt es zugeschaut und mitgestaunt, Kleiner. Okay, das ranhalten und dann... Aha. Jetzt sehen wir die Geisteressenzen. Das nenne ich jetzt mal Geisteressenzen. Die werden jetzt irgendwie gewaschen. Daraus ein Gemälde gemacht oder was?
Aha. Wie heißt das denn unbesichtbar? Folglich müssen wir sie in eine sichtbare Form bringen. Ach du Scheiße. Und fertig sind unsere unheimlichen Gemälde. Aha. Und du noch, genau. Und wir haben es geschafft, die Geister wieder in die Bilder zurückzuverwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Luigi Number One. Mister Gefangen Bereich 1. Raymond. Rolanda. Und Luis. Das macht Summa Summarum. Das ist Summragus, ne? Deswegen passt das, ja. Insgesamt 3 Geister. Bisher gefunden. Aha. Aha. Ja, warum nicht? Einmal schön speichern. Wo ist das hingehen, Luigi? Ich würde sagen, einmal zu Kanaki, um uns anzugucken. Na dann viel Spaß beim Kunstgenuss. Da haben wir dann unseren Kunstgenuss. Das heißt, wir können den nochmal... Mensch. Aber man kann ein bisschen so gucken, ob jeweils die Nummern passen. Das ist Nummer 4 eigentlich. Das ist Nummer 2, das heißt, wir haben irgendjemanden verdackelt. Da kann man also sehen, wer auch immer noch übrig bleibt. Oder ob jemand noch übrig bleibt. Also zurück zum Labor, würde ich sagen. Und dann ab zur Villa. Sei vorsichtig, Luigi. Bye bye, Luigi. Mario, ich darf wieder alleine in diese Villa und ich habe keine Lust. Ah, na. Es ist immer so dunkel. So, aber Hauptsache der Tod wartet, ne? Ist ja logisch. Hä? Das geht nun auf? Okay. Habe ich nicht gerechnet. Also man kann hier so langsam rübergehen, so wie gerade eben, ne? Luigi, haben Angst. Okay, wir lassen das. Und trotzdem gerne auch auf der Map sehen, was so abgeht. Da haben wir einen verschlossenen Raum noch. Ah, naja, da können wir nichts machen. Da gehen wir jetzt einfach da rein. Da werde ich schon mal denken, dass es klappen wird. Also nicht wundern auch, dass ich manchmal im Genmodus bin, denn ich komme hier oder ich bin hier gerade nach der Nachtschicht. Ich habe Bock zum Aufnehmen gehabt. Ich werde dann so lange aufnehmen, bis ich wirklich mal am Arsch bin. Vielleicht kann das auch schon nach dieser Folge sein. Es sieht auch schon sehr gut aus. Hi. Ist da was? Hallo. Hallo! Ich bin Luigi. Keiner kann mich fangen. Hä? Ich würde schon sagen, ey. Oh mein Gott! Irgendwelche Mäuse und Fledermäuse. Auch interessant, Mäuse und Mäuse in dem Sinne. Das sind alles Mäuse. Und dann geht es auf jeden Fall nicht weiter. Oh je, wir haben hier auf jeden Fall auch trotzdem eine sehr, sehr große Auswahl. Tja, hier ist halt natürlich die Frage, was tun wir? Man kann echt hier eine Schwachvariante auch ziehen. Ah, na.
So. Ja, das wollt ihr nicht. Würde sagen, wir gucken erstmal hier rum. Ach, wir sehen auch, welche Dinger allgemein offen sind. Anscheinend können wir noch in einen Keller. Achso. Und da müssen wir auch anscheinend rein. Nämlich die Tür rechts scheint offen zu sein. Und das hier scheint die Kellertür zu sein. Ich habe hier Angst. Mario! Wo bist du? Warte, ich rufe nochmal. Mario! Ja, Mario! 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 Mario, wurdest du eingekerkert? Das ist die Frage, was ist genau passiert? Wir haben keine Ahnung. Also nur, dass er wahrscheinlich verarscht worden ist. Hm. So, nochmal überall dran klopfen, aber da scheint auch nichts zu sein. Ah, da ist doch was. Da hätten wir direkt hergemissen, okay. Die scheinen auch abzuhauen, die Gegner. Und jetzt? Ach gut, da drüben gibt es noch eine offene. Noch eine offene Tür. Okay, das scheint auch was zu sein. Oder auch nicht. Es hatte sich zumindest kurz so angefühlt. Doch dann zeigte es sich nichts. Ah, ich find's immer schön, wie immer Luigi mitsummt. Okay. Dann gehen wir zum einzigen solchen Raum und da ist der hier. Da scheinen wir jemanden zu haben. Hilfe! Wunderbar. Und wunderbar. Schnell, schnell und einfach. Es sieht aus, als hättest du ein wenig Ärger gehabt. Vielleicht brauchst du etwas mehr Übung. Manche Geister versuchen, dich zu packen und festzuhalten. In diesem Fall solltest du den Kontrollstick vor und zurück bewegen. Auf diese Weise schüttest du sie ab. Tja, der Junge, der alte, lange Überlebenskampf, mein Junge. Verliere nicht den Mut, Luigi. Nee, den werden wir nicht. Wir haben ja sowieso Lust, das LP zu machen und Mario wiederzufinden. Gerade hält mich eins davon ab, nämlich die Müdigkeit von der Nachtschicht. Ihr wollt gar nicht wissen, wie plötzlich ich doch so müde geworden bin. Das wundert mich eher schon selbst. Plötzlich unmöglich, überhaupt irgendwas noch zu machen. Aber gut, aufnehmen kann ich natürlich noch die letzten paar, so 5 Minuten. Solange sollte, denke ich, doch meine Fähigkeit doch ausreichen, gerade so noch Türen zu öffnen, sich die Räume anzugucken und sonst derjeniges. So, was haben wir denn hier? Aha.
Okay. Okay. Ist es noch mehr? Und noch mehr? Na super. Und dieser Raum hat irgendeine Bedeutung. Ah, super! Danke! Okay, ich würde eins sagen, weil mich die Nachtschicht, glaube ich, jetzt doch ein bisschen arg ermüdet hat. Ich glaube, ich habe es gerade hier gemerkt und ihr auch gerade. Ich würde sagen, das hier wird mal ein kürzerer Part aufgrund von, sagen wir, technischen Problemen meines Körpers. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, trotzdem hat euch der Fahrt gefallen. Und auch wie der Luigi am Ende einfach da stand, so todesmutig. Vor allem, weil es auch todesmutig war. Und ich würde sagen, man sieht sich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Und wenn ihr auch schlafen gehen müsst, eine gute Nacht, denn ich werde auch gleich schlafen gehen. Und ciao, ciao.